Eure Reise führt euch dorthin. Nur einer aus unserem Kreis kennt das Geheimnis, wie man diesen bedrohlichen Ort des Bösen betreten kann. Es ist der Magier Grimlock. Doch für sein Wissen muss er viel erdulden. Die satanischen Druiden haben von seinem Verstand Besitz ergriffen und seine Gedanken geschändet. Nach seiner Rückkehr war er dem Wahnsinn nahe. Um ihn vor sich selbst zu retten, blieb mir nur noch eine einzige Möglichkeit. Ich musste seinen Verstand versiegeln. Geht zu Grimlocks Turm im Nordland. Wenn ihr vor ihm steht, sprecht ihr die Worte: Altor vare rostrum. Dadurch wird der geisterhafte Mantel um seinen Verstand gelöst, sodass er sich an das Geheimnis erinnern kann, das ihr erringen wollt. Sprecht sanft mit ihm und stellt eure Fragen mit Umsicht. Obwohl viel Zeit vergangen ist und sein Verstand sicherlich schon teilweise heilen konnte, wird noch viel Zeit vergehen, bevor er wieder über die geistige Stärke von einst verfügt. Wenn ihr das Tal des Ruins betretet, ist eure Rückkehr keineswegs sicher. Ebenso wenig wie gesichert ist, dass eure Reise von dort weitergeht. So wie sich der Himmel beständig verändert, so wird der Gang der Sterne beständig durch neue Einflüsse geändert. Das Tal des Ruins liegt in einer Schlucht in den Bergen der Verzweiflung. Nur Grimlock kennt das Geheimnis, wie man diesen unheiligen Ort betreten kann. In der Brust von Grimlock wohnten schon immer zwei Seelen. Eine mildtätig und gut. Und die andere verzweifelt und begehrend wie eine wilde Bestie. Es war die Bestie in ihm, die ihn dazu gebracht hat, in das Tal des Ruins zu reisen. Geht zu Grimlocks Turm im Nordland. Wenn ihr das Tal des Ruins betretet, mögen die Sterne euren Weg erleuchten. Was ist denn da noch? Coolen Protest. Knie nieder vor mir, niederen Sterblichen. Ich bin die Allmächtige. Ich trage das Zepter der Macht. Wollt ihr einfach nur so in der Gegend jetzt müssen wir auch wieder Quests haben. Ich habe einmal den Celestischen Orden, Aufgabe für die Kriegssechse und dreimal Staroxia. Hey! Lass den Spaß nicht ohne mich beginnen. Doppus Wölfe. Das sind keine Wölfe, das sind irgendwelche, was weiß ich. Tollwütige Wölfe sind das. Das sind wie Wölfe, nur tollwütig. Ich befreie mich mal. Ups. Bist du auch noch da? Ja, so ganz nebenbei. Hast du noch viel Energie? Es geht, ja, ja. Gut. Es geht. Gut. Damit hat sie das Problem dann wohl erledigt. Gegrillter Wolf. Hatte ich schon lange nicht mehr. Beseitigt auch Tollwut. Jetzt sollte jemand mal die Eisenbahn erfinden. Oder das Auto. Oder wenigstens das Pferd. Jetzt übertreib's mal nicht. Wir wollen das Spiel nicht backen. Moment. So. Stirb! Was ist ein ganzes Spaß wieder ohne mich? Schön, wenn ich getroffen wäre, irgendwie sich ein bisschen wieder so komisch hinstellen und trotzdem noch Combo weiterführen. Ich bin nicht im Weg rum. Vor allem überleben die auch den ersten Schlag. Ich meine, ich habe eine riesige Keule. Das Ding ist größer als ihr Kopf, aber sie überleben einen Schlag davon. Und sogar mehrere Schläge. Ja. Oh, hinter mir sind Spinnen. Doch mal stehen. Ich habe Freunde mitgebracht. Ich will erstmal zur Questkiste. Kannst du eh nicht öffnen, während die Spinnen töten.
Nö, aber können sie da töten? Ich hab noch Eis. Ah, das hat's gebracht. Wir könnten am Lagerfeuer mal rasten. Das bringt's bestimmt total. Warum sind Kisten überhaupt immer am Lagerfeuer? Wo ist der tiefere Sinn dahinter? Witwe des Todes. Hat jemand vergessen? Das Lagerfeuer? Gut, kann passieren, ne? Warum eine Kiste? Ist doch eh nichts Wertvolles drin. Außerdem sind die ja verschlossen. Mit tödlichen Fallen versehen, ist doch total scheiße. Auch eine Feuerbombe. Oh, jetzt wo ich es geskillt habe, sehe ich die Dinger. Ist ja geil. Könnte gehen. Oh, das macht die ganze Sache ja dreimal einfacher. Ja. Balzklinge. Flammenwerfer? Flammenwaffe. Ich hab keinen Platz mehr für noch einen Zauber. Das ist der gut Stufe 6 Zauber. Hier ist doch irgendwas. Ach, das sind Skorpione. Ich denke schon, ich höre so komische Geräusche. Gut, dass ich einen Gegengift dran genommen habe. Dadurch bin ich jetzt zwar wieder vergiftet, aber darum geht's nicht. Toll, warum kann ich hier nur 8 Dinge und nicht 10 belegen? Ich meine, ich habe auch 10 Nummerntasten. Von 1 bis 0. Ich glaube, du kannst wechseln. Es gibt verschiedene Seiten. Und wie mache ich das? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich könnte einfach mal Wölfe töten. Nein. Also einfach belegen kann ich es nicht. Ich möchte ehrlich gesagt nicht auf meine Heilzauber und auch nicht auf meine Tränke verzichten. Vielleicht soll ich auch mal auf einen der schwächeren Zauber verzichten, aber dann habe ich so schön viele. Vielleicht auch Feuerschlag, da habe ich nicht so viele und benutze auch nicht so oft. Gut, halt die Wölfe mal in Schach. Ach, macht er dann nicht. Feuerschlag liegt auf 6. Was ist denn Feuerschlag für Effizienz? Stufe 3 Zauber. Flammenwaffe ist Stufe 6. Ja. Und kommt damit mal auf 6. Lass uns 6 haben. Bück dich, ich stapfe dir mein Ding in den Arsch. Ja, bleibt natürlich wieder stehen, bis die Wespen kommen. Ich hab mich mit denen verabredet. Ja, nicht mal die wollen was mit dir zu tun haben. Ich erfülle die Luft mal mit etwas Liebe. Die bringen so überhaupt keine Erfahrungspunkte. Ich könnte auch meinen Giftbogenpfeil mal benutzen. Giftbogenpfeil. Das ist ein Pfeil mit dem Bogen dran, der vergiftet ist. Also der Bogen, nicht der Pfeil. Aber der Bogen hängt ja mit am Pfeil, also. Den verschieße ich übrigens mit einer Armbrust. Gott. Ja, ich habe mir vorhin noch extra ein englisches Walkthrough angeguckt. Ich auch ganz genau. Oh, was ist das? Oh, ein paar Bäume. Ich benutze mal Flammenwerfer. Gute Bäume? Ja, die haben mich gerade umgeworfen. Total unrealistisch. Ja, ich kann nicht genau sagen, wie effizient er war und ich bin irgendwie. Wasser benutzen bei Bäumen. Habe ich nix. Ich habe höchstens Eis. Oh, die werfen irgendwie Giftgas oder sowas und ich trinke mal einen Trank. Tja, es wird Zeit, die Grossen. Hallo, benutzt mal Feuernova? Bist denn. Vampir? Was? Ja, diese kleinen Dinger da. Was ist das denn? Was denn? Lass mir die auch lagen, ich will. Ja, ich, jetzt endlich! Tut sie mal wieder was hier. So, jetzt natürlich erstmal diese. Was ist das? Auf hier wegzurutschen! Luftgeist! Ah, oh, ganz toll, jetzt rockelt's wieder. Ich muss hier größere Geschütze auffahren.
Oh, da sind noch Untote. Oh ja, und so eine Hexe. Ja, die ist schon länger da. Ich benutze irgendwas Größeres. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir da unten hingehen. Ach. Ich weiß, sie zu überzeugen. Die werfen mit Ästen nach mir. Ästen! Bin ich in der Steinzeit oder was? Und toll, ich bin... Hier liegen auch schon überall Äste rum. Ich habe mich eben getroffen, aber ich nahm keinen Schaden. Oh, beschworener Wolf. Ich hoffe, du hast noch Energie. Ja, es geht. Feuer Nova. Hallo, Bob. Wie heißen die Viecher? Kannst nicht mal lesen, ey. Oh, einer ist tot. Oder? Irgendwas mit Borke bestimmt. Habe ich Erfahrungswerte bekommen? Haruwak Wandle. Geben 10.000 Erfahrungspunkte. Also jetzt mache ich erstmal die Hexe. Diesen Luftgeist ist keine Hexe, ist ein Luft. Ach ja, das ist wieder so einer, der mich verwenden kann. Darf ich jetzt mal wieder zuschlagen, bitte? Nein. Ach, ist doch zum Kotzen. Allerdings. Es kommen keine neuen Gegner, die alten Gegner werden nur immer nerviger. Jetzt brenne ich schon wieder. Ich bin hier die Feuerhexe. Magisch Geschoss, Waffe, klingeres Bal erhalten. Natürlich nicht als Zauberbuch. Zum Glück habe ich diesen Heilzauber, den celestischen. Wo kommen überhaupt die Stufe 10 Kisten? Ja, später, glaube ich. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Stufe 10? Ja, irgendwie gibt es von allem 10, oder? Es gibt ja auch... Vorher nur ist ja auch Stufe 10 Zauberbuch, ne? Gut, andererseits. Was soll da schon noch Gutes drin sein, ne? Da hinten kommen schon der Untote. Wo? Ja, da hinten. Du sollst doch nicht zurückblicken. Immer nach vorne gucken. Hey, bin doch kein Essi. Fall jetzt immer, rückwärts nimmer. Die Geister. Warte mal, ich werde mal speichern. Oh, Zauberer. Oh, Geister. Ja. 1090 genau. Erfahrungspunkte für ein Skelett. Oh, ich habe keine Zauber mehr einsatzbereit. Doch, magisch Geschoss. Damit kriege ich sie alle. Hey, die Geister haben die Untoten eingefroren. Finde ich cool. Ja. So, jetzt sind gerade alle meine Zauber ausgegangen. Oh oh. Jetzt bleibst du auch stehen. Bloß weil ich sag, das sind Untote, musst du ja nicht stehen bleiben und zurücklaufen. Wärst du doch einfach weitergelaufen oder hast du es nicht gemacht? So ein Tusch, ne? Treff ja, diesen Geist. Nachher beschwerst du dich wieder, warum ich weiterlaufe und ja. Darum bin ich einfach stehen geblieben, ja. Ja, du bist doch behindert. Du bist der dümmste Idiot, mit dem ich je gereist bin. Oh. Ich bin schon verdammt vielen Idioten gereist und ich bin tot. Nein. Nein, gleich. Noch nicht, noch nicht. Nein, aber gleich. Ich bin eingefroren. Oh, jetzt. Ich helfe dir. Oh, jetzt musst du mir helfen. Wenn ich den Geist mal treffen würde. Meine Keule ist zu klein. Ich brauche eine größere. Ich muss mir eine größere Keule suchen. Komm. Ist nicht groß genug. Brauche ich was Größeres? Was ist das überhaupt für eine... bei Waffen gibt es keine Stufenanzeige. Was ist das denn mit der Goldskorpion? Goldschwanz, ja. Tu das nicht irgendwie... Das bringt's doch gar nicht, oder? Mein Gold ist so weich. Wenn da ein Schwanz draus hat, das wird doch nichts. Schön, wie er vom Skorpion wegläuft. Hast du Angst? Hm? Bin gar nicht bemerkt. Hast du viel Angst gehabt, bist weggelaufen, gibst zu. Ich muss den wieder töten. Oh, ich wollte gerade einen Gegengifttrank nehmen, aber ich glaube, das kann ich mir sparen. Das lohnt sich nicht bei der Gegneranzahl. Es lohnt sich nicht bei den Gegnern, die einen vergiften. Ich muss meinen Charakter höher skillen. Ich muss Unverwundbarkeit höher skillen. Warum gibt es solche Skills nie in Rollenspielen? Unverwundbarkeit.
Stufe 1. Gegner mit Stufe niedriger als 1 können sie nicht mehr verbunden. Bei Warcraft gibt es sowas. Welches Warcraft? Im dritten Teil. Da fand ich die Kampagne, diese Rollenspielkampagne bei Frozen Throne lustig. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Mhm. Das Problem war, man musste das patchen, um die anderen zwei Kapitel spielen zu können. Und da wurde mein Verteilungswert von über 80 auf irgendwas unter 70 gedrückt. Oder fast sogar unter 60? Weiß gar nicht mehr. War dann ewig schwach und so. Oh, er legt sich hin. Soll ich den Bauch hier kraulen? Hey, guck mal. Wolfsbestien. Ja, was ist jetzt? Ein tollwütiger auch dabei. Was ist schlimmer? Wolfsbestie oder tollwütiger Wolf? Weiß ich nicht. Alle gleich schwach, würde ich sagen. Gleich schwach? Junge, ich mache da nur 16 Schaden. Ich muss wieder einen Trank trinken. Ich meine, so wie ich die Keule rumwirbel, dann müssten die doch alle gleichzeitig umfallen. Und das Bild steht. Toll. Tolles Spiel. Oh, Geht Drachen. Oh. Ich sehe keine. Stell mal vor, da kommen Geister und Drachen. Stell mal vor, da kommen Drachengeister. In Rudeln. Und Unverwundbarkeitszauber. Er nun wieder. Oh mein Gott, sie sind. Ich treff sie nicht mal. Die nerven halt. Oh, ich treff dich. Ich kann ihn nicht mit einem Schlag töten. Ich kann Bienen nicht mit einem Schlag töten. Ich meine, Junge, die Keule ist größer. Allein die metallene Spitze von der Keule vorne dran ist. Größer. Was war das für ein Grafikglitch hier? Als die ganze Biene. Aber ich treffe sie nicht. Sind halt Killerbienen, die halten das auch. Nein, ich treffe sie gar nicht, das ist das Problem. Ich brauche dringend eine größere Keule. Los, lass uns zurück zum Markt gehen und mir eine größere Keule holen. Nein, warte, ich nehme einfach so einen Baum. Diesen Baum. Oh, rat mal, was hinter mir ist. Was denn? Es fliegt und summt. Und nervt unglaublich. Und bringt nicht mal Erfahrungspunkte. Bringt auch keinen Honig. Bringt die überhaupt irgendwas? Die bringt doch nicht mal Gegenstände, oder? Nein. Ihr seid so nutzlos. Ach, warum benutze ich nicht meinen Bogen? Weil der viel zu wenig Schaden macht, weil ich ihn nicht geskillt habe. Weil ich damit eine Strafe von 1 bekomme. Kannst du mal gucken, vielleicht kannst du jetzt den Squider skillen. Ja, kann ich. Jetzt kriege ich auch keine Strafe mehr. Haha. So. Oh, ich kann schwere Rüstung skillen. Sehr schön. Ja, jetzt warte ich mit dem Skill aber erst nochmal, bis ich Kriegshexe bin. Vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Bonus. Pelzkeulenzunge. Also wenn man Pelz auf der Zunge hat, sollte man langsam mal sich die Zähne putzen. Bringt aber gleich doppelt so viel. 14.000 habe ich eben bekommen und wäre fast gestorben. Ja. 6.000? Was ist noch eine Keulenzunge? Ja, darf ich mal wieder schlagen, bitte? Ohne sich ständig von irgendwelchen Viechern? Das ist eine Keulenzunge. Ich trinke mal ein Gegengift. Oh, da ist noch irgendwas. Hm, noch eine Keulenzunge. Was ist eine Pelzkeulenzunge wäre. Bei allgemein, wenn man eine Keule als Zunge hat, sollte man auch mal zum Arzt gehen.
Ja, was? Das ist ein anderes Lebewesen, dann musst du das verstehen. Nein, ich komme den Hügel nicht rauf. Ich musste eben rumrum gehen. Ich höre ja schon wieder irgendwelche Geräusche. Gehen wir überhaupt richtig? Ich weiß gerade gar nicht. Du bist doch der Führer. Ich glaube, wir gehen richtig, ja. Oh Gott, wir gehen völlig falsch, richtig? Lauf uns verlaufen, gib's zu. Du weißt nicht, wo du bist. Mensch, mit den Flächenzaubern verschafft man sich wenigstens ein bisschen Ruhe. Aber die wirken viel zu kurz. Sollte man vielleicht mal 1 Million Feuerbälle kaufen oder so. Oh, ich will doch gar keinen einfrieren. Ich will doch mich heilen. Du Arschloch, du hast die Keulen. War das was anderes von der Keulenzunge? Ganz normal. Ach so, na dann. Sie brauchen immer wieder ein paar Drachen. Es müssten so Feuerball reinfliegen und uns töten. Einfach nur, um uns ins Gesicht zu treten, für meinen Satz. Ja. Ich bin sicher, da kommen noch ein paar. Ich